Willkommen, bienvenue und welcome in Spa-Francorchamps. Diese Strecke wurde 1921 gebaut. Und obwohl sie 1979 in der Länge halbiert wurde, ist der große Preis von Belgien immer noch eines der längsten, schnellsten und magischsten Rennen im F1-Kalender. Spa-Francorchamps ist berühmt für lange Geraden und schnelle Kurven. Die Effizienz des Luftwiderstands macht hier den Unterschied aus, wenn die Fahrer über die berühmte Eau Rouge sausen, die nach Rodillon führt. Aber ein kurvenreicher Mittelsektor macht die Strecke knifflig. Die Saison ist ungefähr zur Hälfte vorbei und wir fragen uns, was den Teams wohl noch bevorsteht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nichts geht über ein Rennwochenende in der F1. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs für Gaming und zum F1 Manager 2022. Spa steht an, Training, die Ferraris haben ordentlich zugelegt. Die Alpines haben noch ein bisschen zugelegt, habe ich gesehen. Wer hatte noch zugelegt? Mercedes hatte, glaube ich, auch ganz gut zugelegt. Da müssen wir mal schauen, wer uns hier das Leben ein bisschen schwer machen möchte. Und jetzt können wir mal gucken. Im Rennen wird es Regen geben. Und da gab es ja im letzten Patch eine kleine Korrektur der Streckenbedingungen, die unabsichtlich ungenau waren. Ja, das war also unabsichtlich. Gut. Wir schauen uns mal die Reifen an. Uns wurde, glaube ich, sowas wie Medium Hard oder sowas vorgeschlagen. Wir fahren nicht so viele Runden, ne? 44 nur. Jaha. Na, schauen wir mal rein. Also, harte Reifen. Auf jeden Fall schon mal 36 Runden. Gar kein Problem. So, die Mediums, nur ganz wenig langsamer als die Softs, halten für 26 Runden. Für 26, echt? Das ist doch dann eigentlich, also wir sagen mal 25, ne, vorsichtig. Und die Softs halten für 14, 17 Runden. Damit kommen wir doch locker, mit Soft Medium kommen wir doch locker hin, oder? 44, ah nee, kommen wir nicht locker. Es wird knapp mit Soft Medium. Was wollen wir denn da fahren? Soft Medium Soft und die Reifen ein bisschen benutzen? Oder machen wir nur einen Stopp? Die Stopps dauern hier, glaube ich, relativ lange, ne? Ja, wir gucken mal, was Soft, Medium, Soft hergibt, ne? Ansonsten müssen wir irgendwie Soft und Hard fahren oder sowas. Ja, wir gucken einfach mal. Also wir können ja auf jeden Fall im T1 ein paar Mediums wegfahren. Zwei Mediums werden wir nicht brauchen. Autoteile sind verbaut. Okay, wunderbar. Wir kommen damit 37 Runden hin. Also packen wir einfach mal für 35 Runden Sprit ein. Reicht uns das? Ja, vielleicht. So, fahren hier schön vorsichtig und dann schauen wir mal das Setup an. Also, wir brauchen auf jeden Fall Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, die Traktion wollen wir eher in diese Richtung verschieben. Dann brauchen wir wahrscheinlich relativ wenig Heckflügel. Oh ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Viel Front, viel... Können wir alles wenigstens irgendwie wieder in den grünen Bereich zurückschubsen? Ja, so ist wenigstens alles im grünen Bereich hier. Den Radsturz werden wir noch ein bisschen erhöhen. Die Nachspur... Oh, Nachspur kriegen wir gar nicht. Also wollen wir mit wenig Radsturz fahren. Na gut. So ein bisschen mehr Bremsstabilität holen wir uns noch. Ja, dann sind wir hier bei 4 von 5 Balken auf jeden Fall schön an einem Rand. Ne, können erstmal gucken, ist das die richtige Richtung oder ist das komplett falsch? Die Balken verkürzen sich ja jetzt auch noch im
ersten Training nochmal erheblich und dann können wir zum zweiten Training da was Vernünftiges aufbauen. So, Motor bei 46%, alles klar. Den Theo setzen wir hier noch ein. Dann geht's ab. So, Autoteile sehen auch okay aus, Motor 29, Getriebe nur 28. Da müssen wir also ein bisschen aufpassen bei Wagen 2, dass uns das nicht komplett um die Ohren fliegt. Wir merken uns da einfach mal die 28. Ne? Der Motor nimmt nicht so viel ab, aber das Getriebe könnte schon erheblich abnehmen. So, Traktion mehr hier rüber, würde ich sagen. Oh, vielleicht müssen wir hier gar nicht so viel machen. Nee, so wird es nichts. Vielleicht, wahrscheinlich, wir gucken mal. Hier, das wollen wir noch runtersetzen. Ah ja, und dann können wir hier wahrscheinlich doch noch ein bisschen, weniger Heckflügel fahren einfach. Dann sind wir erstmal direkt auf dem Rand bei den Geraden und beim Übersteuern. Und die Bremsstabilität setzen wir auch erstmal ganz runter. Ja, wir versuchen das mal so. Das ist jetzt kein Setup, das nachher 100% richtig sein wird, aber wie gesagt, wir haben alles an einem Rand, müssen uns dann nur in eine Richtung orientieren. Das wird schon irgendwie passen. Ja, dann Training 1. Es bleibt trocken heute. Erst im Rennen wird es regnen. The radio is good. You can hear me, yeah? Copy. So, wir schicken bei los, kontrollieren nochmal, Strecke bleibt trocken, perfekt. So, auf geht's, Jungs. Schön langsam. Alles schon. Nur ein bisschen gucken, wie der Wagen sich verhält. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also es dürfte hier nicht super viele Unfälle geben, ne? Was natürlich immer passieren kann. Eau Rouge Radion, dass da irgendwas schief geht. Im Busstop kann man sich, also hier diese Schikane, da kann man sich ein bisschen verbremsen. Aber der Rest eigentlich nicht wirklich unfallträchtig. Also Pierre wird so ungefähr in 2 Runden soweit sein, denke ich. Und diese Runde jetzt. Setup-Vertrauen ist schon gut, 63%, okay. Wir holen ihn direkt rein. Und guck mal, Theo braucht wahrscheinlich... Ja, hier vielleicht gar nicht eine Runde länger, ne? Wir waren hier ziemlich am Rundenanfang soweit. Vielleicht schafft Theo das. Nee, schafft er nicht. So, erzähl mir was zum Setup. Ah, okay, gut. Also, deutlich weniger Frontflügel erstmal. Ein bisschen mehr Heckflügel, ne? Da tasten wir uns jetzt einfach langsam ran. So, hier waren wir schon bei großartig, ne? Das ist hier mehr links auf jeden Fall, Bremsstabilität und Kurvengeschwindigkeit. Das merken wir uns einfach nur. Den Wert ändern wir jetzt nicht, das würde dann 4 Minuten länger dauern, der Boxenstopp. Aber hier wollen wir eher nach links auf jeden Fall. Gut zu wissen, ne? Übersteuern beim Frontflügel haben wir noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das finden wir dann noch raus. Also, wie sieht's denn aus, Theo? Sind wir soweit? Sind wir nicht soweit? Jetzt wäre halt gut, ne? Jetzt? Ah,
Das ist knapp. 52% immerhin. Okay, gut. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. So, Sainz nimmt Kurve 14 erstmal weit. Sehen wir uns das mal an. Ich ist in Kurve 14. Ah, okay. So fern ab der Ideallinie. Das kostet wertvolle Zeit. Also Kurve 14. Warte, jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren. Man kommt hier hoch. Blablabla. Hier. Diese Kurve dürfte das gewesen sein. So, und dann gucken wir mal, was wir an Wagen 1 hier ändern können. Okay, also der Heckflügel ist schon ungefähr richtig eingestellt, wie es aussieht. Bremsstabilität, linker Rand. Traktion ist noch ein bisschen krass nach links verschoben wahrscheinlich. Aber daran ändern wir jetzt nichts, sondern wir versuchen mal hier... So viel wollen wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Wir versuchen mal die Bremsstabilität gleich ein bisschen rauszukitzeln. Wie sieht das aus? Ein Tick mehr Heckflügel. Dann können wir mal gucken, in welche Richtung wir uns da bewegen müssen. Na, was soll's. Wir schicken das mal hier nach ganz an den linken Rand. Dann haben wir den... Ja, einen Klick weniger nehme ich. Dann haben wir nämlich hier bei den Geraden, bei dem Verhalten schon mal geguckt. Sind wir am rechten Rand richtig oder müssen wir weiter nach links? Kurvengeschwindigkeit ist jetzt komplett außerhalb. Das hier ist auch außerhalb. Ne? Also Bremsstabilität ist schön weit links. Traktion müssen wir mal gucken, ob wir hier besser in... einen vernünftigen Bereich kommen. Das scheint, wie gesagt, komplett falsch eingestellt zu sein. Machen wir lieber so. So, und dann... werden wir bei Theo wahrscheinlich nicht ganz drei Stints voll bekommen. Also drei Stints schon, aber halt nicht jedes Mal das Setup komplett ergründet haben. Ocon, Kurve 9. Jetzt sehen Sie sich das an. Sieht nach Ocon. Ah, das hier No-Name ist das, glaube ich, ne? Boah. Das ist aber voll in die Bande geknallt, die klippt aber nicht. Also No-Name Corner ist... Wups, hier drüben die. Ich glaube, das ist No Name. Ja, aber alles in allem recht friedlich hier, ne? Wir hatten noch keinen schweren Unfall irgendwie. Zweimal sind Fahrer weit gefahren. War alles in Ordnung. So, Pierre wird gleich wieder soweit sein. Heute Balance, please. Ein bisschen verbessert haben wir es. Natürlich nicht überall, das ist klar. So, also Pierre ist hier relativ pünktlich unterwegs, tatsächlich. Mit seinen Stops, ne, der wird das dreimal gebacken bekommen, das Setup. Bei Theo wird es halt zu knapp, denke ich. So, wie schaut's denn aus? Okay, also wir sind immer noch nicht hier. Im
richtigen Bereich. Habe ich denn das jetzt rüber geschoben? Okay, also beim Heckflügel müssen wir halt ein bisschen mehr Heckflügel fahren. Oder halt mit der... Nee, das müssen wir über die Balance dann irgendwie ausgleichen, glaube ich, ne? Hier müssen wir auch ein bisschen schauen. Ja, wir gucken mal, wo wir ankommen. Bei Pierre ist, glaube ich, relativ einfach, das richtige Setup zu finden wieder. Bei Wagen 1, ne, bei Valtteri dann sieht das Ganze vielleicht schon anders aus. So, wie sieht's aus, Theo? Sind wir soweit? Noch nicht? Wir fahren noch eine Runde. Ja, wir fahren noch eine Runde. When you have it, give me feedback on balance. Okay, Setup haben wir schlechter gemacht. Liegt vielleicht auch am Frontflügel. Du bist nur gerade auf der Strecke. Habe ich nicht gesagt, fahr rein? Doch. Achso, da hinten ist er. Ich dachte, er wäre hier gerade vorne um die Ecke rum. Weil Theo halt auch schneller als Gasly unterwegs ist, ne? Damit habe ich gerade nicht gerechnet. So, einmal rechts um die Ecke und dann einfach geradeaus durch hier. Und dann ist da relativ eng, der Eingang. Aber wenigstens benutzen wir nicht die doppelt lange Boxengasse, sondern können dann da hinten wieder rausfahren. So, wir passen erstmal den Laufplan an und dann schauen wir uns das Setup an. Ah, okay, also der Heckflügel muss in die andere Richtung geschubst werden. Und hier müssen wir irgendwo in die Mitte, ne? Das ist jetzt natürlich gar nicht gut für uns. Weil hier war schlecht, hier ist schlecht. Also ist der Wert wirklich irgendwo in der Mitte. Ja, und den Heckflügel kriege ich jetzt natürlich nicht richtig eingestellt. Ah doch, wir können wenigstens so tun, als wenn wir den richtig einstellen könnten. Ja, wir opfern dafür einfach ein bisschen Frontflügel. Gucken wir mal, ob das irgendwie gut aussieht. Hier alles nicht gut. Alles nicht gut. Na gut. Aber das kriegen wir hin. Dauert vielleicht ein bisschen länger als bei Pierre, aber spätestens im ersten Stint vom dritten Training werden wir da auch was Gescheites haben. So, dann fahren die Jungs jetzt hier einfach zu Ende das Training. Ganz gemütlich. Wohl jemand von der Linie abgekommen. Könnte Tsunoda gewesen sein. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Oh je, oh je. Weiter weg von der Ideallinie als gewünscht. War das hier die Kurve? Ja, ne? Hier diese langgezogene, da ist er, glaube ich, einfach überschossen. Oder hat überschossen. Konkurrent mit Unfall. Ah, jetzt ist doch was passiert. Es gab einen Unfall. Russell in Kurve 18. Schauen Sie sich den Mercedes hier an. Ja, was zur Schikane. Für das Team. Direkt geradeaus durchgebrettert. Bremsprung komplett verpasst. So, ist aber zum Glück für Mercedes jetzt zum Ende des Trainings.
Also, da verlieren sie nicht super viel Zeit. Durch diesen kleinen Ausrutscher. So, Getriebeverschleiß haben wir, das müssen wir uns angucken. Gleich, wenn wir wieder in der Box sind. So, Pierre hat es hier noch geschafft. Den fünften Feedback-Punkt rauszufahren, 69%, also ein bisschen schlechter als das davor, damit war zu rechnen. So, hier haben wir schon Startstrafen, mutmaßlich wegen neu eingebauter Teile, die nicht den Regularien entsprechen, weil es einfach ein Ersatzteil zu viel ist, das in der Saison verwendet wurde. Leclerc mit einer 1,43,4, okay, gut. Und dahinter ist erstmal ein bisschen Platz, ne? Also die Ferraris hier auf jeden Fall Verstappen endlich mal wieder schnell, auf Mediums aber. Also da ist noch ein bisschen was drin. Ja, und wir da hinten mit 4,3 Sekunden hinterher. Das passt. So, dann schauen wir uns das an. Wir fahren wieder mit Medium-Reifen. Schmeißen also wieder Benzin für 35 Runden rein, meinetwegen. Machen alles schön gemütlich und schauen uns das Setup mal an. Also, hier sind wir schon mal auf dem optimalen Bereich. Zum Übersteuern können wir nichts sagen, das würde ich halt gerne da lassen. Wir müssen aber die Traktion auf jeden Fall mehr in diesen Bereich hier rüberbringen. Kurvengeschwindigkeit, wie war denn das hier? Ich denke auf die linke Seite, ne? Bremsstabilität versuchen wir auch da nach links zu bringen. Also da müssen wir uns noch ein bisschen rantasten. Könnte ich mir vorstellen. So, und da müssen wir hier den Flügel noch ein bisschen einstellen. Habe ich jetzt den Heckflügel hier getroffen? Na, vielleicht nicht, ne? Ich bin vielleicht einen ganz kleinen Tick zu weit links gerade. Da müsste ich, glaube ich, hin, oder? Müsste ich die Traktion allerdings ein bisschen anders einstellen, um das zu schaffen. Oh, weia. Ja, wir versuchen das mal. Keine Ahnung, ob das irgendwie hinhaut. So, wie sieht es denn aus hier? Getriebe hat 2 Punkte nur eingebüßt. Der Motor nicht. So sind wir damit 29 gestartet. Ich weiß gerade gar nicht. So, hier wissen wir. Wir müssen relativ weit nach links. Okay, also hier haben wir schon mal das Optimum erreicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Heckflügel irgendwie. Die Traktion war schon mal gut. Die wollen wir aber wahrscheinlich hier irgendwie rüberbringen. So, Bremsstabilität können wir nicht weiter nach links bringen. Aber die, das müssen wir mit dem Radsturz machen. Und einen ganz kleinen Tick hier drauf. Bisschen weniger Heckflügel. Und dann müssen wir die Traktion nochmal ändern. Ungefähr so und müssen jetzt natürlich wieder gucken, dass wir alles hinbekommen. Na, wahrscheinlich müssen wir den Heckflügel irgendwie noch
bisschen anders fahren, aber wir versuchen es erstmal so. Mal schauen, was dabei rauskommt. Und starten einfach mal in Training 2. Irgendwas wird schon passieren, was gut ist. Radio check. Okay. So, Strecke bleibt trocken, wunderbar. Ein bisschen bewölkt ist es heute. Aber sonst nichts Aufregendes hier. So, dann lassen wir die Jungs jetzt so bis 35 ungefähr fahren. Holen die dann rein. Also so, dass sie ungefähr 35 an der Box sind, ist der Plan, lieber ein bisschen früher als später. Konkurrent mit Unfall. Ist schon ein bisschen dämmerig hier, ne? 17.13 Uhr. Alonso. Ja, Kurve 18 wieder. Die Schikane. Ja, angebremst. Durchgerauscht. Kaputt. Ein großer Ausfall. So, sind wir soweit? Sind wir bereit? Können wir? Großartig, 97% schon bei Pierre. Wunderbar. So, zwei Runden könnten die jetzt noch fahren, damit wir hier im Plan liegen. Ja, das sieht gut aus. Setup-Vertrauen nur 16%. So, Bottas kommt zuerst rein. Asli wird dann folgen. Okay, copy that. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier sind wir schon bei optimal. Hier brauchen wir noch einen Klick mehr. Die Traktion stimmt noch nicht. Die muss dann also irgendwo hier drüben liegen. Ah, wie kriege ich das denn mit dem Heckflügel hin für die Geraden? Oder das wird alles, wie soll ich sagen, ein bisschen problematisch vielleicht. Ich drehe durch. okay, also hier sind wir jetzt schon mal bei optimalen Bereichen. Ne? Das heißt, den Frontflügel, Heckflügel werden wir nicht mehr ändern. Vermute ich, aber den Radschutz, warte mal, wie ist das, wenn ich den Heckflügel hier hinziehe? Das könnte noch funktionieren. Ja, wir versuchen mal das. Ja, das könnte schon ziemlich dicht an einem optimalen Setup sein. Einfach dadurch, dass unsere Balken jetzt so kurz sind, ne, können wir ja schon relativ gut abschätzen, wo wir hin müssen. Bei der Bremsstabilität gibt es halt noch ein ganz kleines Fragezeichen, ob wir hier mehr nach rechts müssen oder nicht.
Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon ganz dicht am Optimum dran jetzt. Und die Balken werden ja auch nur noch kürzer, sodass wir dann in T3 auf jeden Fall ein sehr schönes Setup bekommen werden. Also dann schauen wir mal, was Pierre hier zu sagen hat. 97% hat er uns schon verraten. So, dann erzähl mal. Okay, gut. Also wir müssen hier noch ein bisschen was mit der Kurvengeschwindigkeit, mit der Bremsstabilität machen. Ne? Vielleicht reicht da einfach schon. Ein ganz kleiner Klick mehr Bremsstabilität. Ne, da müssen wir hier auch was am Radsturz ändern, so ein bisschen. Ja, den Flügel will ich eigentlich gar nicht mehr ändern, oder? Frontflügel. Doch, wollen wir ein bisschen. So, wir versuchen mal eine kleine Änderung zu machen, einfach nur. Und dann schauen wir mal, ob die Traktion hier, ob wir die wieder ein ganz kleines bisschen weiter nach rechts schieben müssen. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, das passt jetzt so. Manchmal findet man einfach dieses ganz kleine letzte Fitzelchen nicht mehr. Weil man halt nicht weiß, in welche Richtung man jetzt den Einklick noch schieben muss oder was auch immer. Wenn man dann halt die Optimalwerte absolut nicht trifft, kann passieren. Aber dann fährt man halt mal mit einem 98% Setup. So, Pierre auch soweit. Auf geht's. Viel Spaß, Jungs. Ruft euch ein bisschen ein. Ja, die orangene Kurve, ne, um die geht's jetzt ein bisschen. Ja, dass die Streckenakklimatisierung oder Eingewöhnung, die müsste halt auf 100% hochgehen, spätestens im T3. Deswegen ist es immer ganz cool, wenn man im T2 schon das Setup vielleicht bis auf 1-2% eingestellt hat, die dann einfach vorm T3 trifft. Da hat man ja Vorbereitungszeit und dann das T3 einfach durchfahren kann, weil man direkt das 100% Setup schon hat. Dann kommt man auf jeden Fall mit der Streckeneingewöhnung hin. Ansonsten fehlen da manchmal auch ein paar Prozent. Aber ich denke, auch das ist alles überlebbar. Aber ich schaue schon ein bisschen bang auf das Qualifying, muss ich sagen. Okay, sorry Pierre, with your problem with the engine. Okay. Okay, schwerer Motorverschleiß. Wieso hast du den Motor jetzt so kaputt gemacht, Junge? Der ist bei 24% und da haben wir schon einen schweren Verschleiß. Nicht erst bei unter, das heißt, den müssen wir jetzt schon austauschen. Bottas ist hier ein bisschen rausgedrängelt worden vielleicht. Durch Eau Rouge war das oder wo? Oh, weit ab von der Linie. Sehen wir uns ja, das sieht aus wie Eau Rouge Radion. Valtteri Bottas. Ja, okay, kurz da ab. Von der Linie abgekommen. Und wie? Ja, was soll ich sagen? Das kann passieren. Sollte natürlich nach Möglichkeit nicht passieren, aber die Gefahr besteht halt eigentlich immer. Ich weiß nicht, die F1-Wagen können wahrscheinlich flat hochfahren, also mit voll durchgetretenem Gaspedal. Albon ist es. Wir sind nicht die einzigen Lappen. Ja. Warum da das Clipping so komisch ist an der Stelle, weiß ich auch nicht. So, hier haben wir gerade Feedback bekommen. 100%. Gasly hat das optimale Setup schon getroffen. Hier sind wir bei 95% immerhin. Das ist doch auch schon mal gut. Also mit Bottas müssen wir noch ein bisschen arbeiten dann im dritten Trainingslauf. Pierre kann dann einfach seine Streckeneingewöhnung fahren. Das dauert dann nicht mehr lange. Halbe Session vielleicht wieder. Und dann ist gut. Das klang nach Dreher. Magnussen. Sehen wir uns die Wiederholung an. Alle blicken nun auf Kurve 19, das ist der Ausgang von der Bus-Stop-Schikane.
Der Eingang auf die alte Startziel. Oder ist es die neue Startziel? Ach, ich weiß es immer nicht. Welche die alte ist und welche nicht. So, also Leclerc. 1,43,299 auf Mediums und Verstappen 1,43,5 auf Softs. Bottas nur 3,6 Sekunden dahinter, Gasly 4,3 immer noch. Obwohl der eigentlich sein Setup schon hat, ne, der hat die bessere Streckeneingewöhnung, keine Ahnung, was da los ist. Er ist ja in Kurven jetzt auch nicht langsam. Also jedenfalls dürften da die Werte nicht so weit auseinander gehen. Bei den beiden bilde ich mir ein, keine Ahnung. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Nach dem Training geht es ins Qualifying, wo der Kampf um die Pole ausgetragen wird. Am Ende des Tages werden wir wissen, wer das Fahrerfeld anführt, wer das Mittelfeld bildet und wer das Schlusslicht ist. Alle 20 teilnehmenden Fahrer werden ihre Autos und sich selbst an ihre Grenzen bringen. Aber diejenigen, die über diese Grenzen hinausgehen können, werden als die Besten um die Meisterschaft kämpfen. Schnallen Sie sich an! Das ist die F1! Ach, das ist die F1. Ja, ich muss sagen, die Strecke sieht halt hier im Spiel auch richtig, richtig gut aus. So, wir wollen harte Reifen fahren. Motor ist in Ordnung soweit. Laufplan 1,46. Muss ich jetzt schon wieder rechnen, ne? Eine Stunde haben wir ungefähr Zeit. Ach, was soll's. Wir knallen hier einfach drauf. Wir bräuchten wahrscheinlich irgendwie so 40 Runden würden schon reichen. Also ich glaube, wir werden die harten Reifen auch nicht im Rennen benutzen. Also vielleicht können wir eine Mittel-Hart-Strategie fahren und die Reifen einfach ein bisschen mehr benutzen. Das könnte natürlich sein. So, Kurvengeschwindigkeit und die Traktion. Okay, also wenn wir jetzt eine Kurvengeschwindigkeit rumdoktern, das muss offensichtlich ein Klick nach links, dann wird sich die Traktion auch irgendwie einstellen. Denke ich. Und dann dürfte das jetzt das 100% Setup sein. Auch für Bottas, aber 5%? Sind das Änderungen von 5% hier? Hier haben wir auch noch ein bisschen, ne, beim Übersteuern jetzt. Da kommen wir halt ein bisschen von ab. Also vielleicht summiert sich das am Ende zu 5%. Ich hätte eigentlich vermutet, für 5% müssten wir ein bisschen mehr ändern. Na, wir schauen einfach mal, wie es hinhaut. Ich hoffe natürlich, das passt jetzt irgendwie. Und dass der optimale Bereich hier wirklich so breit ist. Puh, ja. Achso, Autoteile gucken wir uns nochmal an. Hier ist alles in Ordnung. Ja, hier wahrscheinlich eher nicht. So, wir ballern hier ordentlich Sprit rein, ne? Wenn wir jetzt halt irgendwie langsam sind, dann ist es ja fürs Training komplett egal. So, mit dem Motor fahren wir wahrscheinlich nicht nochmal raus, denke ich. Sondern wir bauen hier diesen ein. Getriebe 21, ja, ist okay. Er fährt durch, ne? Das Getriebe ist danach auch unter 20% gefallen, ist Schrott. Das hauen wir da einfach weg. So, Setup, alles wunderbar eingestellt hier. Fahroption eingestellt. Passt. Radio check. So, und dann fahren die jetzt einfach durch, bis sie fertig sind mit ihren Aufgaben. Wir checken nochmal das Wetter, ne? Aber heute eigentlich besseres Wetter angekündigt als gestern. Also Qualifying machen wir dann vielleicht im strahlenden Sonnenschein. Es ist jetzt 13 Uhr, also mittags. Ich weiß gar nicht, welchen Monat wir haben. Ich glaube September schon, ne? Kann es sein?
So, Bottas wird uns noch ein bisschen Feedback liefern. Pierre ist hier ja kurz vor der Halbstundenmarke fertig, wie es aussieht. Bottas müsste bis zum Ende durchfahren, optimalerweise. Also hängt es jetzt davon ab, ob er 100% Streckeneingewöhnung bekommt, ob wir das 100% Setup getroffen haben oder nicht. Da haben wir Joe ganz von der Ideallinie abgekommen. Das ist nicht gut. Nee, gar nicht gut, Mann. Was hat er sich gedacht? Stroll, oh Gott. Okay. Warum, Lance, warum tust du das? Oh, und das ist ein Unfall. Da ist die Wiederholung. Da, wieder. Da hatte er doch schon einen im Training. Also ist er jetzt immer noch Training, aber hier wieder anbremsen, durchschlittern, bam. Also die haben vielleicht auch fürs Rennen keine Frontflügel mehr. Müssen die ohne fahren. Und das Team hatte so große Hoffnungen. Was für eine Schande. Schwere Getriebeverschleiß, ja, danke. Wir fahren ja eh schon langsam, von daher da ist ein Wagen von der Linie dürfte da nicht viel passieren. Kurve 9. Lass uns jetzt schauen. Ein Blick auf Nicolas, das hier wieder No-Name. Meine Güte, komplett von der Ideallinie. Ist es No-Name? Ich denke schon. Ich meine, ich kann euch jetzt noch ein paar Mal fragen. Ich werde es ja in den Kommentaren sehen. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. Joko 7, das ist da oben der. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Keine Ahnung, was da im Kopf vorgegangen ist. Eingang zur Bergab, ne, vor dieser langgezogenen Kurve, die vor No Name mutmaßlich ist. Also hier, diese Kurve war das. So, Bottas, so langsam könntest du uns mal was sagen. Der bummelt ganz schön jetzt, ne? Großartig. Wir sind bei 96%. Wir haben es schlechter. Ja, waren nicht schon bei 97%? Komm mal rein, bitte. Das kann nicht sein. Von der Linie abgekommen. Sehen wir es uns an. Und jetzt aufgepasst. Das ist der Moment mit Albon. Oh, komplett von der Ideallinie abgekommen. Also bei Bottas habe ich tatsächlich Probleme, jetzt das richtige Setup zu finden, scheinbar. Das 100% Setup. Das habe ich ja manchmal bei ihm, ne? Pierre ist da eigentlich immer recht umgänglich. Aber bei Bottas? Ja, jetzt sind wir nämlich hier oben, ne? Beim Übersteuern. Zu weit da weggekommen. Haben die Kurvengeschwindigkeit immer noch nicht im optimalen Bereich. So, dann brauchen wir hier wieder einmal Flügel, würde ich behaupten. Gehen wir nochmal runter. Versuchen das hier mit der Nachspur dann wieder einzufangen. Und hoffen, dass das hinhaut. Also ich weiß halt echt nicht, wie ich es anders machen soll. Bin ich ganz ehrlich. Da bin ich jetzt ratlos. So, da gab es gerade einen Unfall irgendwo. Der wird uns aber nicht angezeigt scheinbar. Ich glaube, es gab einen Unfall. Stroll, schon wieder Kurve. Ist sein Ernst? Es ist Lance Stroll. Wie viele Frontflügel schleppen die mit? Die haben jetzt schon 3 zerstört. War sonst niemand involviert. Das war ein böser Unfall. Es ist immer dieselbe Kurve. Also die müssen jetzt irgendwie eine Notfallanfertigung oder sowas machen. Das kann man ja, glaube ich, auch tatsächlich am Renntag machen. Dass man sich halt schnell noch ein Teil aus der Fabrik bestellt.
So, mal gucken, ob Bottas das überhaupt hier zu Ende erkundet bekommt, das Setup. Eben hat er ja super lang gebraucht dafür. Ich hoffe, es dauert diesmal nicht so lang und dann können wir noch irgendein Setup einstellen vorm Ende des Trainings, damit dem mal gut klarkommt. Also, ja, Streckenakklimatisierung können wir vergessen. Vielleicht hätte ich einfach beim 96% Setup bleiben sollen und ihn durchfahren lassen, dass die Streckenakklimatisierung wenigstens ein bisschen hochkommt. Weil ich glaube, er hat einfach schon definitiv zu lang dafür gebraucht. So, Viertelstunde noch, der kriegt das, glaube ich, gar nicht mehr zu Ende. Wann kommt hier Punkt 4 dran? Warum braucht denn der so lange dafür? Jemand ist von der Linie abgekommen. Albon, Kurve 14. Sieh mal einer an. Der AlphaTauri-Fahrer ist darin verwickelt. Das ging viel zu weit. Das wird sie teuer zu stehen kommen. Ja, schade. Also, und dann müssen wir. Sehen wir mal, was da passiert ist. Achtung, da ist Leclerc. Druck von innen. Es kommt zu einem kleinen Rutscher. Gleich schön schnell reagieren. Wir gucken, ob wir das Setup behalten oder nochmal in die Box müssen. Was ist denn hier los? Genau. Was machen die denn alle? Okay, da haben wir Alpine. Gehen die jetzt hier alle ein so viel Ausschritt. Risiko, um die nicht Softs irgendwie zu testen oder was? Optimal, okay, wir haben 99%, ist dann halt so. Lassen ihn jetzt natürlich durchfahren. Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Sehen wir uns das mal an. Und jetzt aufgepasst, das ist der Moment mit Albon. Ja, hier Kurve 14, ne? Ich meine, die ist ein bisschen tricky, aber eigentlich nicht so. Also Kurve 14 ist, jetzt muss ich euch gerade anlügen. Das war ein Unfall. Sehen wir es uns an. Sieh mal einer an. Der AlphaTauri-Fahrer ist darin verwickelt. Wow. Hat er da Mercedes abgeschossen? Da ist eindeutig etwas schief. Wie viele Wagen waren es? Waren es zwei oder drei? Heftiger Scheiß hier. Kurve 14. Das ist die hier. Das ist Kurve 14 hier. Virtual Safety Car. Behindert uns das irgendwie? Ja, scheinbar, ne? Hier nimmt das ein bisschen ab. Also die 90% kriegen wir nicht voll. War das ein Unfall? Mit mehreren Autos, glaube ich. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Wo sind wir denn? Ach, hier, Bastard wieder. Oh. Oh. Es ordentlich gekracht. Das werden sie gespürt haben. Das war der Unfall von eben aber, oder? Nochmal. Der hat die beiden Mercedes da voll ineinander geschoben. Ricardo. Weil er da halt richtig hinten drauf geballert ist. Hat sich einfach komplett verbremst und vor ihm war halt eine Schlange. Ja, Russell raus. Achso, Joe auch raus. Ja, durch diesen Unfall. Hamilton hat es überlebt scheinbar. Boah, vielleicht waren es auch Joe und Russell und das eine war gar kein Mercedes. Wo ist denn Ricardo? Der hat auch überlebt. Er ist doch da hinten voll drauf gefahren. Wie? So, also 87% Eingewöhnung, 99% Setup muss reichen. Und dann kümmern wir uns ums Quali. So, 43,4, also das ist schon Quali-Zeit dann 41 niedrig. Vielleicht auch 40 hoch, ist eine lange Strecke. Ja, und wir halt ganz gemütlich. Also ich muss sagen, Gasly ist hier ein bisschen langsam auf der Strecke tatsächlich.
Der verliert da Unmengen von Zeit. Also ich hoffe, wir kommen hier mit dem Mercedes irgendwie klar. Verstappen hier aber auch nicht langsam unterwegs tatsächlich. Also Sainz und Verstappen, ne? Auf die müssen wir ein bisschen Auge haben. Achso, liegt aber vielleicht auch an seinen Autoteilen. Die waren jetzt echt oll. So, wir bauen einen schönen Motor ein. Dann das schönere ERS. Und ein frisches Getriebe. Und damit könnten wir jetzt für Bottas schon mal neue Teile ranholen, wenn wir Bock hätten. Also hier gibt es einen niegelnagelneuen Motor für Gasly. Ich hoffe, der holt dann noch ein bisschen was raus auf der Strecke. So, und das, vielleicht war er deswegen auch super langsam. Weil sein Getriebe halt wirklich, wirklich schon sehr kaputt war. Ja. Dann schauen wir uns das mal an. Es wird trocken bleiben im Qualifying, laut Wetterbericht. Bin gespannt. Radio check. Radio check. So, es bleibt alles trocken, wunderbar. So, wir warten, bis hier irgendjemand rausfährt. Fahren dem dann hinterher einfach. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, ne? Also allzu lange sollten wir nicht rumbummeln. Ocon. Nee. Magnussen auch nicht unbedingt. Also langsam müssen wir. Norris? Ja, mit Norris können wir mitfahren eigentlich, ne? So, Ricardo fährt er auch raus. Schön gleichmäßige Abstände hier. Da müssen wir halt nur schauen, dass uns niemand vor dem Wagen fährt. Aber die Strecke ist eigentlich lang genug, dass ich das alles schön verteilen könnte. Jetzt fährt Hamilton raus. Und dann gucken wir uns das Ganze bei Bottas einfach mal an. Erstmal von außen. Perez ist da unterwegs. So, wo geht denn die schnelle Runde los? Dort? Nee, ne? Hier ist, glaube ich, Start. Da bei der Ampel, das müsste eigentlich Start sein. Bilde ich mir ein. So, dann geht es ja erstmal schön hoch, ne? Dann ganz gemeine Linkskurve, dann nach der scharfen Rechtskurve da unten am Fuß. Dann geht es hier ganz lang geradeaus über die Camel Straight und dann kommt hier eine kleine Schikane. Ein bisschen rechts, ein bisschen links und dann gleich wieder rechts. Und dann bremst man hier bergab ein bisschen an. Oder ein bisschen doller. Fährt dann hier durch diese trügerisch langsame Kurve. Hier nochmal kurz anbremsen für die Linkskurve vielleicht. Kleiner Rechtsschwenker, der ist keine echte Kurve. Und dann geht es hier nochmal in eine Doppelkurve. Die man eigentlich wie eine Kurve fährt. Und jetzt kommt hier nochmal eine kleine Kombination, ne? Erst so eine Rechtskurve, dann hier links, ganz kurzer Abschnitt nochmal zum Gas geben, dann gleich wieder auf die Bremse drauf, nochmal eine Rechtskurve, noch eine Rechtskurve und dann gibt man hier schon Vollgas. Hier vorne durch die Kurve, im Formel 1 Wagen wahrscheinlich auch Vollgas noch, Linkskurve, okay gut, man sieht alles. Und dann gibt es hier nochmal einen Rechtsknick. Ich weiß nicht, ob man den voll fährt oder liftet und dann kommt hier die Bus-Stop-Schikane. Und dann geht es hier über die Ziellinie. So, Bottas. 1,419, also 41 hoch, auf jeden Fall machbar. Gasly ganz dicht dahinter, da gibt es nochmal fast eine Berührung mit Perez, müsste das gewesen sein.
Möglicherweise, warte mal, wo ist denn der zweite Fall? Ja, es war Perez. Und da ist irgendjemand im letzten Sektor langsam schneller gefahren, natürlich. Gasly hat sich den letzten Sektor Purple geholt. Okay, gut. Ich könnte auch die Übersicht hier einfach ein bisschen anlassen. Die ist vielleicht spannender für den Moment zumindest. So, 1:41, das heißt so 4 Minuten vor Schluss. Spätestens 3 Minuten 20 vor Schluss. Ach, okay, das wird ja auch gelöscht wieder. Müssten wir dann halt raus. Aber ich denke mal, wir werden uns das einfach sparen und werden nicht nochmal rausfahren. Weil mit einer 1:41 hoch, beziehungsweise einer 1:42 niedrig, sind wir schon sehr gut dabei. Ich glaube nicht, und die Jungs sind ja jetzt auch alle auf frischen Reifen gefahren. Also ich glaube nicht, dass wir da Probleme bekommen, unter die letzten 5 zu rutschen jetzt. Deswegen können wir da einfach ganz gemütlich drin bleiben. Ne, ab Platz 10 sind die im Prinzip schon, lass Platz 11 sein, eine Sekunde langsamer als wir. Und das holen die jetzt auch nicht, also nicht 10, 20 Fahrer holen das jetzt auf irgendwie. Von daher können wir hier ganz gemütlich in unserer Box bleiben. Aber schafft Stroll das noch rechtzeitig hier für den Massenstart? Ah, warte mal, wir können mal gucken, wann die losfahren. Ich habe da gerade schon Motoren gehört. Ja, die beiden Astons wieder total langsam. Tsunoda überraschend schnell. Joe war sonst eigentlich auch immer ein bisschen schneller im Alpha Tauri. So, wann fahren die denn los? Zuckt immer noch keiner. Oha. Die lassen sich hier richtig Zeit. Jetzt fährt der erste los. Ja, sagen wir mal 3:35 wäre es gewesen. Das war alles, was ich sehen wollte. Die kacheln jetzt alle raus. Wir bleiben stehen. In der Gewissheit, dass wir schnell genug waren, um nicht rauszufliegen. Ich finde, da könnten ein paar mehr auch noch stehen bleiben. Ne? Also die müssen da ja nicht künstlich so viele Reifen verballern. So, Session ist zu Ende, okay. Ja, Sainz und Verstappen schneller als wir. Leclerc auch. Was waren die denn für Zeiten? 1:41 Mitte sind die sogar gefahren. Also Mitte bis hoch jetzt. Ja, das ist schon ein bisschen beunruhigend. Dass die Ferraris hier stark sind, damit haben wir ja schon gerechnet. Aber die sind jetzt wirklich sehr schnell unterwegs. Na gut, aber die haben auch neue Komponenten drin teilweise, würde ich behaupten. Leclerc und Verstappen fahren wahrscheinlich irgendwie mit einem neuen Getriebe, neuer Motor. Ich weiß nicht, was sie alles neu reingehauen haben. Auf jeden Fall werden die mit einer Startstrafe belegt. Also das wird jetzt hier die zweite Saisonhälfte für uns scheinbar richtig schwer. Also wir fahren erstmal mit Eulenreifen hier. Gucken mal, ob uns das schon reicht. Und dann müssen wir es im Rennen... Ach, vielleicht brauche ich gar nicht so viele Softs übrig lassen fürs Rennen. Wenn es da sowieso regnen wird, dann kann ich hier, glaube ich, einfach rausballern. Wir müssen mal gucken. So, Grenzzeit wird auf 1:42,4 geschafft. Also wir sollten 1:42 niedrig auf jeden Fall fahren. Also wir gucken uns die Strecke schnell an. Alles gut. Dann schauen wir auf die Strecke. Stellen fest, da fährt schon. Verstappen ist das. So, wir fahren hier einfach hinterher. Schicken beide knapp hintereinander raus.
gucken wir mal, ob wir schneller sind als Verstappen. Fährt Verstappen auf neuen Reifen? Das würde mich jetzt interessieren. Ne, der fährt auch auf den alten, angekauten Reifen. Okay, also haben wir jetzt schon mal einen direkten Vergleich. Und schwingen uns jetzt einfach bei Bottas gleich mal mit ins Cockpit rein. Hoffen, dass wir nicht irgendwie behindert werden jetzt. Da fahren jetzt doch einige raus. So, also hier die Schikane. Ja, dann geht's hier richtig los. So, da vorne sehen wir Verstappen. Hinter uns Gasly. Und dann hier Eau Rouge Radion, ne, richtig schön. Hui! Hier sind langsame Wagen drauf. Nicht bremsen, nicht bremsen. Gib Gas, sie müssen Platz machen. Oh Mann, okay. Also das war schon mal richtig behindert worden. Danke dafür. Konkurrent mit Reifenblockade. Wer hat es denn erwischt? Und wenn ja, warum? Und ein Unfall. Aber wer? Sie sind gecrashed. Russell. Sehen wir mal, was da passiert ist. Dann in der Schikane. Hier ist George Russell. Das ist ein Ausfall. Patsch. Ein großer Ausfall. Also für den ist das Qualifying beendet. An der Stelle. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. Sehen wir uns das genauer an. Also schauen wir mal. Da ist Sergio Perez. Ja, okay. Ein bisschen abgekürzter. Das kostet wertvolle Zeit. Ja, macht vor allen Dingen auch die Runde ungünstig, wenn er Glück hatte. Ne, Outlap doch könnte sein. Oh, Bottas wird hier nur behindert. Gasly im ersten Sektor schneller als Verstappen gewesen. Ja, ich glaube, die Runden können wir hier wegschmeißen. Das sind jetzt halt unsere Safety-Runden, falls wir nachher nichts mehr gebacken bekommen. Ah, hier auch wieder vom Alpha Tauri behindert. Können wir da nicht richtig ran an den Scheitelpunkt bei der Linkskurve. Das wäre halt wichtig gewesen. Oh, fast eine Sekunde langsamer als Verstappen. Ja, okay, gut. Können wir wegschmeißen. Also Gasly wurde im Mittelsektor halt so sehr behindert, dass er trotz zwei Bestzeiten in Sektoren 1 und 2 1,4 Sekunden langsamer als Verstappen war. Das kann es einfach nicht sein. Also, dass sie das nicht gefixt haben, einfach mit dem letzten Patch. Das ist sowas Wichtiges eigentlich. Upsi. Da passiert schon der Dreher. Also da müssen wir noch mal raus auf jeden Fall, ne? Das ist halt deutlich zu langsam, was wir gefahren sind. Da drohen wir wirklich rauszurutschen. Dürfen das dann natürlich auch nicht verkacken. Also wir haben es gesehen, wir haben eigentlich genug Pace, um damit Verstappen zumindest mitzuhalten. Wie es mit Carlos Sainz aussieht, keine Ahnung. So, wir warten hier einfach ein bisschen. Ja, wenn ich hier rüber gehe, sehe ich natürlich nicht mehr, wann jemand rausfährt. Ne, weil ich hier halt auch nicht zoomen kann oder sowas. Wieso fahrt ihr denn jetzt schon? Das ist doch viel früher als eben. Na gut, dann reihen wir uns hinten ein. So,
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wagen sind unterwegs, 9 Wagen, 10, 11. Wer fehlt noch? 12. Da ist Nummer 13. Okay, alle sind raus. Wir können los. Aber das ist halt wirklich sowas von ärgerlich, ne? Dass die Wagen einfach gar keinen Platz machen. Einen da auf einer Geraden auch noch, ne? Da wird man auf einer Geraden richtig krass aufgehalten einfach. Weil die KI das nicht gebacken bekommt, da irgendwie aneinander vorbeizufahren im Qualifying. Ist natürlich absoluter Quatsch. Aber gut, kann man nichts machen für einen Moment. Wir genießen hier einfach diese wunderschöne Runde. Ich hoffe, die wird wunderschön. The brakes are really poor. Okay, soviel zum Thema wunderschön. Ein Unfall? Nach einem Unfall. Da ist die in Kurve 1, ist es dein Ernst? An. Es ist Pierre Gasly. Und da ist der Unfall. Oh, Pierre. Oh, Mann, ey. Was ein Lappen. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht allzu sehr zurückwirft. Ja, okay, also das wird nicht unser Rennen. Ich sehe es schon. Ich hoffe, von den super langsamen Fahrern wird jetzt nicht noch irgendjemand richtig schnell. Kritischer Reifenschaden, also den Reifen können wir da auch wegschmeißen. Gasly wird da durchgereicht. Ja, okay, Gasly ist raus. Ja, schade. Aber gut, kann man nichts machen. Hört halt jetzt auch dazu. Aber dadurch geht uns auch ein Haufen Geld flöten. Weil wir jetzt uns natürlich nicht gut genug qualifiziert haben. So, Bottas, wie viel schneller bist du geworden? Aber der ist auf jeden Fall durch. Vierter Platz. Hinter den Ferraris und Verstappen. Mhm. Okay. So, Fahrer eliminiert. Einer der Fahrer wurde eliminiert und wird am restlichen Qualifying nicht mehr teilnehmen. Ja, weil er es in Kurve 1 einfach weggeschmissen hat. Er startet jetzt vom 14. Platz irgendwo. Oh Mann, ey. Was ein Typ. Ja gut. Ist jetzt halt so. So, was haben wir da noch übrig an Reifenmischungen? Wir versuchen hier nochmal eine Safety-Runde quasi. Hat ja gerade auch nichts genützt, mit den Reifen hier zu fahren. Oh, da fahren schon welche raus. Gucken uns ganz kurz die Strecke an. Alles gut. Ich sehe nichts. Die fahren jetzt alle schon raus. Fahrt ihr mit neuen Reifen raus? Mit alten Reifen? Okay, die fahren alle mit neuen Reifen jetzt raus. Ja, wirklich alle richtig geschlossen hier rausgefahren, ne? Die haben es eilig.
Unfall mit mehreren Autos. Oh Gott, da gucken wir mal auf die Strecke gerade. Da hat man es nochmal scheppern hören. Eine Kollision! Sehen wir uns das mal an. Ein Blick auf den Red Bull. Da haben die sich gegenseitig rausgeschossen. Ein fürchterliches Gemetzel. So, Valtteri, gib Gas. Zwei sind schon mal raus. Das heißt, wir fahren jetzt nur noch gegen die Ferraris. Okay, bis hierhin sieht das alles wunderschön aus. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie schnell wir jetzt unterwegs sind. Weil wir keine Sektorvergleichszeiten angezeigt bekommen. Ich habe so das Gefühl, dass wir ein bisschen schneller als die Wagen vor uns sind. Die wurden da vielleicht, nee, vom Unfall aufgehalten wurde eigentlich niemand, ne? Die beiden Red Bulls waren ganz hinten in der Schlange. So, zwei lilane Sektoren. Wer hat sich den ersten geholt? Leclerc. Okay, gut. Aber wir haben die schnellste Zeit hier hingelegt. Trotz der alten Reifen. Muss man auch dazu sagen. So, dann fahren wir gemütlich rein und dann fahren wir einfach wieder hinter allen anderen entlang. So, Verstappen fährt noch. Ich dachte, der wäre jetzt auch ausgeschieden. Scheinbar nicht. So, hier gibt es nochmal frische Reifen. Also Verstappen kann noch fahren, wie es aussieht. Aber der kriegt den Wagen nicht repariert in der Zeit, ne? Wenn bei ihm wirklich irgendwas am Diffusor vorne oder hinten kaputt ist. Das kriegt er auch nicht mehr. So, wir gucken mal. 1, 2, 3, 4, 5. Verstappen fährt raus als Nummer 6. 8 sind draußen. Einer bleibt drin, dann können wir los. Ah ne, kommt raus. Habe ich mich verzählt? Ja, scheinbar. Perez ist nicht rausgefahren. Also habe ich mich verzählt. Fahr jetzt halt hinter Ocon her. Oh Mann, Leute. Was hier wieder abgeht. Ja, ich hoffe, dass Gasly halt noch ein, zwei Plätze durch Startstrafen nach vorne rückt. Und dass wir es dann halt mit der Strategie nicht komplett versemmeln. Das wäre halt auch irgendwie schon wichtig. So, wir fahren hier nochmal eine Cockpit-Runde. Nach vorne auf Ocon haben wir auf jeden Fall genug Platz. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Jetzt geht es nur darum, verbessern wir uns oder verbessern wir uns nicht. Können wir die Pole Position erobern oder kommt da noch ein Verstappen angeflogen oder ein Sainz? Dazu können wir mal gucken, ob die auf neuen Reifen unterwegs sind. Dürften sie nämlich nicht, ne? Ne, wir sind die Einzigen mit neuen Reifen und werden hier noch schneller.
Ja, die anderen haben nämlich vorhin Reifen verbraucht, ne, wo sie es nicht hätten müssen. Und haben jetzt noch alle Reifen. Und dadurch können wir uns halt durch, einfach nur durch geschicktes Reifenmanagement jetzt, die Pole holen, vermute ich. Irgendwas klappert hier am Wagen, ne? Das sollte man vielleicht auch mal festmachen. Oh no, Leclerc schneller, aber richtig viel schneller. Was ist denn bei ihm los? Sainz auch schneller. Boah, die Ferraris werden uns hier so nass machen. Na, es geht. Aber die waren halt auf alten Reifen unterwegs, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ein ganz schlimmes Rennen. Das habe ich schon so direkt vor Augen. Oh weia. Okay, also Leclerc bekommt aber eine Startstrafe. Das heißt, wir werden dann trotzdem vom ersten Platz aus starten. Ricardo und Verstappen bekommen eine Startstrafe. Russell auch, der ist aber sowieso hinter Gasly eingeordnet. Also wird Gasly irgendwie noch drei Plätze nach vorne rutschen mit ein bisschen Glück. Startet dann vom Platz 11. Auf jeden Fall hinter den beiden Alpha Tauris. Das ist ja auch schon mal cool. Bottas da vorne neben Sainz starten, wie es aussieht. Das, wie soll ich sagen, uff. Aber gut, dann kriegen wir irgendwie kriegen wir das Rennen auf jeden Fall über die Bühne. Ob es jetzt ein Sieg wird, komplett oder nicht, oder ob die Ferraris da irgendwas machen, oder ob wir mit der Regenstrategie wieder nicht klarkommen, weil die Anzeige immer noch nicht stimmt. Und wir, also ich in dem Fall dumm bin, müssen wir mal schauen. Kriegen wir beim nächsten Mal raus. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier in Spa-Francorchamps richtig spannend wird. Macht's gut und bis dann. Ciao.